Ah, da ist er wieder. Willkommen in der Internethölle. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich will es auch nicht wissen. Wie gesagt, ich hoffe, dass das zum Neujahr hin sich komplett ergibt und ich da mich nie wieder mit beschäftigen muss. Und ich irgendwie mit 2500 oder so streamen kann, statt 700 irgendwas. Also was ja eigentlich so die Standard-Mindestmenge ist für ordentliches Streaming. Ich hoffe es. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Super Saiyajins. Genau. Ich glaube, die Erklärung bei den Kids war, generell hieß es irgendwie, dass das die gemischten, also halb Mensch, halb Saiyajin, desto mehr sich das irgendwie mischt oder so, dass das immer stärker wird oder so. Das, oder das dass Potenzial. Es einfacher wird, auf jeden Fall, ja. Genau, oder einfacher, genau. Und dann, also sprich, reine Saiyajin wie Vegeta oder so, ist dann wesentlich schwieriger haben und dann halt Goten und Trunks, die ja jeweils halb-halb sind, dass das bei denen prinzipiell deswegen leichter ist. Ich meine, das wurde mal erwähnt. Es kann sein. Oh Gott, ich habe ewig keinen Dragon Ball mehr geschaut. Das ist ewig her. Weil sie quasi von sowohl von Mensch als auch von Saiyajin sozusagen, ne, the best of both half quasi haben und ja. Ja. Und die dann einfach, ja, more potential. Ah, Dragon Ball ist auch sowas. So ein dicker Bizeps. Das muss mal, das ist schon echt special. Wo kommen diese Muskeln her? Gibt's die überhaupt? Nee. Sind Aliens. Ja. Sind Aliens. Don't think about it. Ja. Perfekt. Ja, ich hab's ewig nicht mehr geguckt. Das ist so Teenagerzeit. Nicht nur du. Ja, it's been such a long time. Reudel. Ja, ich glaube, wir machen auch heute den Stream nicht mehr so mega lange, einfach weil die Probleme so krass sind. Ja. Weil es reißt einen immer so raus, es nervt total. Ja. Jetzt spackt doch der Chat rum. Ja, ich würde fast sagen, dass wir eventuell dann hier einen kleinen Cut machen. Ist heute halt dann ein bisschen kürzer. Ja. Weil, wie gesagt, wenn das Internet so rumnervt. Aber wir haben ein bisschen gequatscht, wir hatten Fun. Ja. Sollen wir irgendwie ein bisschen Werbung für Stuff noch machen, bevor wir es beenden? Weil selbst wenn es vielleicht nicht mehr zu den Zuschauern durchkommt, kommt es auf jeden Fall später im Video durch. Also bei mir ist nichts Aktuelles, was ansteht. Was definitiv ansteht. Ja. Nö, bei mir auch nicht. Ja, doch. Also. Eine Runde, über die wir heute schon geredet haben, kommt wahrscheinlich nächste Woche. Die Mühe ist ja Meisterminds-Runde. Mal gucken. Knapp. Je nachdem, wie wir beide können und wie schnell ich das Stream-Layout fertig habe, wahrscheinlich. Nächste Woche auf jeden Fall wieder. Charlie, wir sind gerade dabei, so langsam das Ende einzuleiten, weil bei mir das Internet total rumspackt, während ich streame. Ja, wir machen gerade ein Wrap-Up. Wir packen ein. Ja. Wrap-Up. Ja, bei mir ist, wie gesagt, immer Morgenkaffee nächste Woche nochmal, dann die Woche danach wegen Weihnachten nicht, weil ich nicht hier bin. Und dann machen wir so eine Art so End of the Year mäßig, weil das genau auf den 31. fällt, der nächste Samstag dann danach. Und da machen wir dann einen schönen Morgenkaffee, wo wir vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht mehr Leute reinkriegen und uns dann alle zusammenhängen. Mal gucken. Je nachdem, auch wie die Leute Bock haben und dann so ein bisschen über Neujahr quatschen und was wir so über das Jahr hinweg gemacht haben. So ein bisschen so Revue passieren. Oh ja, gute Vorsätze und so. ja ansonsten, keine Ahnung. Tali. Ich werd gleich irgendwie noch ein bisschen, keine Ahnung, Overwatch oder Hearthstone oder so da. Ja, und vorher haben wir noch was wir planen wollten ein bisschen. Genau. Aber wir wollen ja keinen Engel machen und es ankündigen. Genau, deswegen sagen wir da nichts zu. Ja. Bleibt alles top secret, bis es in trockenen Tüchern ist. Ja, das wäre dann ja sowieso erst frühestens Januar. Ja, nicht mehr dieses Jahr. dafür bin ich auch nicht mehr lang genug hier. Weil ich bin ab dem 20. weg. Das heißt, das wäre dann nicht mehr drin. Ja, Umbreon zockt Hearthstone. Der würde uns auch alle unter den Tisch spielen. Ah, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Oh, doch. Obwohl, ich glaube, ich habe dich irgendwann einmal in einem Spiel
mit so einem Trollololl-Deck, da war irgendwas, ich erinnere mich da ganz dunkel, habe ich dich fast mal erwischt, aber auch nicht so richtig. Da postet er einfach so sein Battletech. Ja. Müssen wir jetzt alle unsere Battletechs posten? Ich kann meins nicht auswendig. Nö, müsst nicht. Ich kann meins auswendig. Nein. Ich muss mir meins irgendwann mal aufschreiben. Einfach für den Lulz. Weil ich finde es gut, viele Leute in der Playlist zu haben. Dann hat man immer welche, mit denen man spielen kann. Vor allem Overwatch und so. Weil ich muss sagen, sowas wie gestern, wo wir mit 6 Leuten waren, das war schon schwer geil. Ja, das ist sehr lustig, ja. Ja, weil dann kannst du dich mit allen besprechen. Ja, ich mache auch gerade mal Hearthstone auf. Dann kannst du mal... Gib mir Panic-Wolf. Panic-Wolf, Deutsch oder Englisch ausgesprochen? Also geschrieben ist es ja... Deutsch. Deutsch. Also gehe ich davon aus, Panik. Panik! So Panik! Chosen, kannst du mal eben meinen rausholen, weil ich will das nicht starten. Oh Gott! Dann... Ich bin in deiner Freundin. Ich suche auch. Weil ich will es nicht anmachen, dann stirbt der Stream wahrscheinlich. Wie hieß du denn jetzt? Löffel, du Idiot. Löffel, du Idiot. Genau. Löffel, ich hab schon... Löffel, Hashtag irgendwas. Ich kenne die Zahl. Soll ich den nicht posten? Ja, ja, mach einfach. Ich finde das in Ordnung. Okay. Ich spiele zwar kein Hearthstone, weil Hearthstone ist mir irgendwann zu teuer geworden nach einer Zeit wie Magic und jetzt habe ich wieder mit Magic angefangen. Das war eine gute Umsetzung. Wolltest du nicht auch mit Pokémon-Karten wieder anfangen? Ja, böse! Habe ich auch noch. Da schickt er mir so eine verzweifelte Nachricht. Ich habe mir fast ein Paket Booster gekauft. Und ich so, okay, gut. Gut, da wissen wir schon, was das endet. Muss ich meinen jetzt auch schreiben? Kannst du gerne, kannst du uns auch einfach adden. Wie ihr das wollt. Genau, kannst du es einfach adden, wenn du magst. Kein Rudelstress. Wir posten die nur, weil Lull. Weil Lulz. Genau. Ja. Weil mehr ist besser. Ja. Wo ich es gerade so sehe. Das hatte ich nämlich noch nicht gemacht. Oh Gott, wie ging das nochmal? War das so? Und dann... Du könntest ja... Der Chosen ist jetzt auch Mod. Hier ein Bot holen. Ja! Ich kann Leute trollen. Jetzt Mods aber nicht rum. Das dauert irgendwie so ein paar Minuten, bis das in Effekt ist. Aber ich vergesse das immer. Aber das ist ganz gut, weil ihr beiden ja auch immer im Chat rumhängt. Ich meine, unsere... Nicht immer, nur öfter. Ja, aber unsere Audience ist ja generell eher von der entspannten Sorte. Aber es ist immer nicht schlecht, wenn du Leute da hast, die mal einschreiten können. Gab es jetzt noch keinen Grund, einen Mobbendeckel zu geben. Alles coole Leute. Ich glaube, wir hatten einmal einen Fall, wo jemand sehr aggressiv Smileys gespammt hat und Caps Lock. Ja. Aber da hatte den Latrator einfach nur zurechtgewiesen und für, weißt du, so dieses Timeout für irgendwie 10 Minuten und dann war gut. Ja, ja. Um den daran zu erinnern, dass das ein bisschen nervt. Ab einem gewissen Punkt. Ach, so, aber dann würde ich auch sagen, machen wir für heute Schluss. Wie gesagt, etwas kürzerer Morgenkaffee als sonst. Aber wenn das Internet halt spackt, dann spackt es. Und ich werde schon mit dem, was wir jetzt hatten, mit der kurzen Unterbrechung, schon genug zu tun haben, das zusammen zu editen. Wisst ihr was schön? Und wisst ihr was? Ich werde dafür noch diese Woche richtig, richtig hart nerven. Ja, ich weiß. Er hat mich übrigens... Denn irgendwann wird es nochmal heißen, Sink or Swim. Fick dich. Der, ohne Scheiß, in der Off-Air-Einspielrunde in der einen, die wir gemacht haben für Mutants and Masterminds, hat er mich fast ertränkt, der Sack. Der Bastard. Okay, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Spielt die Spiele, habt Fun und so weiter. Wollt ihr noch was sagen? Nö. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und wie gesagt, geschmeidiges Wochenende noch. Yes. Hab Spaß, zockt Zeug. Und ja. Do it! Das bräuchten euch allen. Und ja, wir sehen uns dann irgendwie die Tage, Wochen, Monate, Jahrtausende. 10.000 Jahre! Ansonsten, ich freue mich tierisch aufs Doctor Who Weihnachtsspecial. Neat! Gott, ich habe ewig kein Doctor Who mehr geguckt. Ich bin irgendwann rausgefallen, weil keine Zeit mehr gehabt. Ich müsste irgendwann mal aufholen. Oh no! Ja, es war irgendwie, ich hatte dann so einen Punkt irgendwie, wo der Hype für mich so ein bisschen wieder weg war für die New Who-Sachen. Weil ich bin halt mehr Old Who als New Who.
Und da ich hatte irgendwie so einen Punkt, wo der Hype so ein bisschen weg war. Und dann bin ich, weißt du, dann verliere ich schnell die Folgen aus den Augen, weißt du? Ich muss, glaube ich, unbedingt nochmal das 50-Jahre-Special gucken. Mit Baker, der dabei ist. Ja. So als Gastauftritt und so. Weil diesen Ausschnitt habe ich gestern wieder gesehen auf YouTube irgendwie. Und ach, ging mir das Herz auf. So schön. Ach ja. Ja. Gut. Dann, wie gesagt, euch noch ein schönes Wochenende. Ihr werdet es sehen, wenn was passiert. Der Morgencafé nächste Woche findet relativ sicher statt. Wahrscheinlich dann mit Chris vom Mad Monkey Squad, wenn der kann. Der wollte ja mitmachen, meine ich, nächste Woche, so wie ich es verstanden habe. Er wollte, aber wie gesagt, er konnte nicht wegen Zeit. Ja, aber ja. Diese Woche wegen Family Stuff konnte er nicht, aber nächste Woche wahrscheinlich wird er dabei sein. Gut, dann würde ich sagen, goodbye.